Und damit ganz herzlich willkommen bei Splatoon 3. Wähle deinen Style. Wir haben Style, Leute. Wusstet ihr das schon, dass wir Styling über alles schreiben in diesem Stream hier? Also, wähle deinen Style. Wir können dieses Mädchen, das Huhn gefällt mir auch. Also, wir können dieses hier spielen, dann können wir das da spielen, dann können wir den da spielen oder das da. Interessant. Das ist, ich bin ja für den klassischen, den da. So, jetzt welche Hautfarbe? Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich das später nochmal anpassen kann. Wir machen uns ein bisschen heller. Augenfarbe weiß ich natürlich auch schon. Gelb sieht natürlich am besten aus. Okay, grün. Schön sonnengebräunt. Ja, Haare. Mhm. Ja. Mhm. Oh, es geht sogar noch weiter. Moment, ich dachte, es gibt nur ein paar. Nee, es gibt ja noch mehr. Oh Gott. Okay. So. Was? Augenbrauen. Okay. Eins noch, dann geht's los. Was trägst du an den Beinen? Was tragt ihr an den Beinen? Ich frag nur. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, was tragen wir an den Beinen? Boah. Gefällst du dir? Immer. Ich nehme sie. Moment, nein. Und wie? Ich finde sie wunderbar. So, also. Passt, genau. Was? Was denn? Er auch? Na dann, wähle deinen Style. Also, ich finde ja, diese Haare sehen irgendwie cool aus. Ja, also bei mir wird's stachelig. Komm. So. Alles spritzig? Wir sind spritzig und wie? Du denkst, du hast es drauf? Dann komm und zeig es mir. Und wenn auf dem Weg zum Krater hier ganz schnell die Grundlagen. Ach Gott! Kinder, Steuerung. Und zwar Bewegungssteuerung. Entschuldigt, ich wusste nicht, dass es... Es könnte ein bisschen... Kann ich die ausschalten? Ich komme nicht ins Menü, tut mir leid. Wir müssen das Intro... kurz abschließen, okay. Es wird ein bisschen wackelig. Ich hoffe, dass ich das... sozusagen irgendwie... nicht zu sehr wackelnd hinkriege. Okay, ich kann eintauchen. Yay. So sehen wir aus. Okay. Schau mal, dein Salmini hat was gefunden. Okay. Hi. Ich habe was gefunden. Waffen. Du glaubst übrigens, der Eiffelturm ist kaputt? Wenn er es denn jemals war. Was? Drücke ZR und kleckse alle Ballons weg. Bewegen, Kontrolle am Fadenkreuz. Ich würde das gerne umschalten, dass ich nicht mehr die Bewegungssteuerung habe. Okay. Wobei ich auch sagen muss, also wenn man es wirklich nur mit der Bewegungssteuerung spielt und darauf richtig geübt ist. Macht das sicherlich Sinn. Wand im Weg, schwimme sie einfach hoch. Blub, blub. Nein, ich soll so hoch schwimmen. Ah. Wie gesagt, wir stellen das nachher um. Aber dazu muss ich, glaube ich, erstmal aus dem Intro raus.
Alles. So. Ist ein bisschen wackelig gerade. Ich weiß, wie gesagt, ich versuche es nicht zu wackelig für euch zu machen, weil sonst wird es ein Problem. Oh ja, mit B kann ich springen. Okay. Okay. Und hier komme ich nicht durch. Moment. Ich schwimme mal unten runter. Die Gegnertinte, überkleckse sie einfach. Denn sonst werde ich langsamer oder nehme Schaden. Aua. Na, sowas. So, ach so. Wir haben hier gerade so ein bisschen Musik im Hintergrund. Wie laut oder leise ist denn das Spiel? Da bräuchte ich mal eine Rückmeldung, bitte. Hört ein bisschen Musik. So, ein bisschen lauter gemacht. Ich denke, das reicht. Und passt. Okay. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ach ja, diese Bahnfahrten. Ich komme hoffentlich irgendwo an. Platoon 3. Drücken Sie was! Lasst uns alle mal zusammenkommen, ich drück euch. Ich drücke mal. So, so rum. Okay. Wer hört mit? Wer ist dabei? Wer kapiert es jetzt? Oh Gott, für euch und fürs Splatville seid ihr live dabei. Es ist zu schnell. Jetzt haben sie schon, jetzt. Entschuldigung, jetzt kann ich hier auf A klicken, damit ich weiterkomme, aber ich kann es leider nicht vorlesen. Es ist zu schnell. Die lieben Damen hier und der große Rochen plappern leider zu schnell. Ei, es freut mich. Mantaro ist zumindest begeistert, ich natürlich auch. Und wundervoll, dann wollen wir mal überall und nirgendwo. Ei, ei, jetzt geht's los. Also, werfen wir einen Blick auf die aktuellen Arenen. Trommelwirbel und bam. Es gibt die Standard-Arena, Anarchiekampf, ich verstehe null. Nix, nada. Wollt ihr im Revierkampf gewinnen, dann zerkleckst eure Gegner immer wieder. Ei, ein bisschen Bodenfärbe hilft auch. Aha. Wer Nachhilfe im Salmonidenjagen braucht, bitte melden. Muri weiß Bescheid. Ei, vielleicht eher das Jobhandbuch lesen, als die Bär GmbH ausgibt. Ich verstehe null. Extra, was? Nicht verpassen. Nanu, was ist denn, Mantaro? Klingt ja wirklich schrecklich. Stopp, Klappe, ich weiß, was los ist. Und zwar ist der Riesen-Elektrowelt weg, der die ganze Stadt mit Energie versorgt. Oh je, ohne den wird's hier immer finsterer. Aber Fischereibraten... Was? Nee. Aber Fischeierbraten kann man auf unserem Beton zum Glück immer noch. Ja. Gut, es gibt einen Elektrowelt-Finderlohn, was auch immer das heißt. Und damit wäre alles gesagt. Es hat euch hoffentlich gefallen. Feierabend. Das war's, ihr Schurken. Macht's gut. Ciao. Willkommen im Splatville. Schön, dass du hier bist. Mal unter uns. Habt ihr gerade was verstanden? Was wollten mir die netten Damen und der Rochen sagen? Nix. Gut, dann nirgends geht es heißer zu. Wer sich hier nicht blicken lässt, hat nichts zu zeigen. Um es hier an die Spitze zu schaffen, musst du schon echt spritzig sein. Rino!
Rino, Mensch, nach all der langen Zeit endlich wieder einen Stream von dir schauen und dann noch das neue Splatoon. Sehr schön. Mein Gott. Willkommen. Ich hatte ja deine Nachricht mal gelesen, dass du momentan arbeitstechnisch anders eingetaktet bist. Deswegen freut es mich, dass du heute hier bist. Und ja, wir spielen mal an. Wir spielen Splatoon 3 einfach mal an. Mal gucken. Spritzig werden, aber wie? Na, ganz einfach. In Online-Kämpfen. Die findest du in der Lobby. Wollen wir nicht. Wir wollen den Story-Mode. Wenn du fleißig bei Kämpfen mitmachst, bist du bald hier prominent. Na dann los. Moment mal, da drüben. Na, schau mal nach links. Den wollen wir. Der glotzt aber ganz schön aus seinem Gulli, ob man so in Splatville Gäste empfängt. Ja, naja, ist vielleicht erstmal nicht wichtig. Kümmer dich um den Glotzer, wenn du magst. Ja. Okay, zurück zum, worum ging's? Ah ja, um die Hauptsache. Hier, Kämpfe. Falls du kämpfen willst, dann ab in die Lobby oder such den Gulli-Glotzer, wie du willst. Was immer du auch als erstes unternimmst, viel Spaß dabei. Achso, ja, ich hab was, was ich ändern wollte. Warte mal. Menü. Es ist ja... Endlich! Ich kann mich wieder bewegen. Kann man Zivilisten absplittern? Nein, du kannst nur in Arenen absplittern. Ich habe auch keine Waffe mehr. Ach, schade. Genau, da habe ich deine Antwort auch gelesen. Nochmal danke für dein Verständnis. Wie gesagt, alles okay, Rino. Arbeit geht immer vor. Ja, es ist, ich weiß noch nicht, ob mir die Kamera vielleicht ein bisschen sensibel ist, aber das werden wir dann sehen. Das hier ist auf jeden Fall jetzt... Man sieht's, wie weit ich schon gekommen bin. Ich bin Stufe 1. Ja, also mit 0 Punkten, 0 Geld, 0 Muscheln. Ich bin richtig, richtig gut in dem Spiel. Und ich habe noch nicht einmal ein vernünftiges T-Shirt. Das ist ja... Ich klicke mal auf Plus für Anpassen. Ja. Wisst ihr zufällig, ob man die Figur... Ich will es nur mal wissen, ob man die Figur... Okay, kann ich irgendwelche Styles anpassen? Aber kann ich die Figur im Aussehen nochmal überarbeiten? Ich würde es gerne nur wissen. Also so Frisur und so. Weißt du nicht, okay. Du hast auch nicht Splatoon 2 gespielt, oder? Doch. Aber nicht lange. Es war irgendwie nicht mein Spiel. Wenn ja, dann kann man seine Daten übertragen und dann mit Goldtickets direkt seine drei Mähnwaffen holen. Ja, dann hätte ich mal den Spielstand runterladen sollen aus der Cloud. Ja, gut zu wissen. Machen wir nicht. Alles gut. Das war nicht wirklich umwerfend, was ich in Splatoon 2 hingekriegt habe. Weil das Spiel, also Splatoon 2 habe ich mittlerweile auch gar nicht mehr. Ja, also besitze ich nicht mehr. Ich habe aber, glaube ich, den Cloud-Safe-Game-Spielstand noch. Naja, gut, was soll's. Sieht doch hübsch aus. Nee, mich würde es nur mal interessieren, ob man später die Figur nochmal überarbeiten kann, theoretisch. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Alles gut. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo einen Friseur oder so. Aber ja, ich find, sie sieht gut aus. Kann sein Aussehen ändern? Geht in den Optionen. Wenn du nicht komplett blöd bist. Rino, das wird sich gleich mal zeigen. Was gibt's hier überhaupt? Lobby-Nachrichten, Nutzerbeiträge, was? Ah, Farbhilfe, Bewegungssteuerung. Ich muss mal ganz kurz gucken, was es hier so gibt. Ja, die machen wir mal auch aus, auch wenn der gerade nicht interessant ist. Ah, interessant. Spieler. Titel, Banner. Oh Gott. Bin wieder mal vollkommen überfordert. Okay. Katalog. Aha. Arenen. Karte. Ich bin raus. Ich. Weil sonstiges unter Aussehen. Was? Tatsache. Okay. Aber nicht die Hautfarbe. Interessant. Also Augenbrauen nicht. Hautfarbe nicht. Und... Ja, das war's eigentlich auch. Egal. Soll mir reichen. Als Erkenntnis, alles gut.
So, wir lassen sie natürlich so. Also, wir haben den Glubschi. Glubschi. Da gehe ich mal vorsichtig. Moment. Hi. Aber hier sitzt doch mein Fischi mit schicken Redlocks. Oder so. Okay, ich frage jetzt erstmal in die Runde hier zu euch. Kennt ihr Splatoon allgemein und kennt ihr Splatoon 3? Wenn ja, bitte mal kurz im Chat mitteilen, wer das Spiel schon kennt. Für den Fall, dass ich Fragen habe. Es werden Fragen auftauchen. Du hast noch nie was davon gehört. Ja, okay. Ich betrete hier auch gleich. Nope. Schade. Okay. Ist also ein Test für uns alle. Zumindest ein Teil. Bis auf Rino, der kennt Teil 2. Oder 1. Habe alles gespielt. Ah ne, du hast alles gespielt außer Splatoon 1. Wegen der Wii. Na gut, also Rino ist unser Fachmann. Für alle Fragen stellen wir die Fragen an ihn. So, also. Ich kenne Platoon, aber das war was komplett anderes. Ja. Das ist definitiv. Gut, wir betreten mal. Wir betreten, indem wir lange halten. So, jetzt wird's spannend. Spannend! Hier hinter mir kleckst ein Fleck. Es ist schrecklich, ganz schrecklich. Die Octarianer kommen. Ja, da hab ich mal meinen Stock sogar in die Höhe gerissen. Und das schon wieder. Ui, grüß dich. Ich hab dich gar nicht gesehen. Sag, haben wir das nicht schon mal durchexerziert? Mein Gedächtnis will nicht mehr so wie früher. Meins auch nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich habe Splatoon 2 in dem Punkto nicht gespielt. Wenn ich mich recht erinnere, Splatoon 2 hat einen Story-Modus nur über einen Expansion-Pass gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Wie gesagt, wenn ich mich irre, bitte mal in den Chat schreiben. So, also, Gestatten, Kuddelfisch, offizieller taktischer Berater der neuen Aquamarine, steht zu Diensten. Ei. Diese Funkel in deinen Augen, ist das echte Leidenschaft, das ich da sehe? Nach solchem Temperament habe ich irgendwie gesucht. Ja. Es ist nämlich so, der Riesen-Elektrowels, weißt du, der Splatville mit Energie versorgt, der wurde, gekidnappt. Das kann schon mal passieren. Ach nee, das heißt ja gefischnappt. Ja, so heißt das. Ja. Und weißt du, wer dahinter steckt? Ich sag's dir, die Octarianer. Kennt man ja. Ich verwette mein letztes Blümchenhemd darauf. Und da habe ich nur noch eins. Und das habe ich gerade an, seit 2 Wochen. Ja, der Riesen-Elektrowels war nämlich schon mal weg. Futsch. 2-mal, um genau zu sein. Und wir haben immer noch nicht gelernt, auf ihn aufzupassen. Bitte, da muss man auch besser aufpassen. Und beide Male hatten die Octarianer ihn sich gekrallt. Unter uns, das ist eine Wiederholung. Die Story ist nicht neu. So, rein technisch bin ich zwar im Ruhestand, aber die Octarianer haben immer im Auge, behalte ich immer im Auge. Und mit den Klubschern entgeht mir nicht viel, und ich brauche wahnsinnig viel Ersatztränenflüssigkeit, weil die trocknen mir immer aus bei dem Wind. Trotzdem haben sie den riesen Elektrowels irgendwie in ihre Tentakel gekriegt und jetzt müssen wir ihn zurückholen. Siehst du auch so, oder? Sehen wir das auch so? Sehen wir das auch so? Müssen wir den zurückholen? Wir sehen das gerade mal so. Ja, Splatoon-Story ändert sich irgendwie nicht. In jedem Teil war immer der riesen Elektrowelt weg. Also kurzum, sehr kreative Storywriter. Okay, also wir sehen das auch so. Nee. Ist auch so, oder? Oder. Immer. Ich wollte die Pause da, die Striche nur mal kurz untermalen.
So, jetzt reicht jetzt aber mit dem Warten. Also gut, Grünschnabel, das hier war ein Jobangebot. Geld gibt zwar keines, aber vielleicht rettest du die Welt. Das lässt du dir doch sicher nicht entgehen, oder? Oder? Doch. Leute, ich will Zaster, ich will Bares. Es kann doch nicht so schwer sein, mich zu bezahlen, wenn ich die Welt rette. Also wirklich. Dann Glückwunsch, du gehörst zur neuen Aquamarine. Unbezahlt. Und lebensgefährlich. All unsere Aquamarinagenten bekommen eine Nummer. Und hiermit bist du hochoffiziell die Nummer... Da, 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 da. 3. Und nicht nur die Dienstnummer kriegst du. Oh nein, was du da trägst, ist dein brandneuer Heldenanzug. Der wird dir eine große Hilfe gegen die Oktarianer sein. Mhm. Sitzt dir nicht unbedingt nach Maß, aber vielleicht liegt's an der Waschtemperatur. Das Ding springt noch ein. Wobei ich das Zeug noch nie gewaschen habe, das hätte ich vielleicht mal erwähnen sollen. Die letzte Nummer 3 war so sauber, da war die Kluft immer wie frisch aus der Packung. Naja, was soll's, du hast das nicht gehört. Ja, nun rein an den Feind. Den Oktarianern, ja. Sachen gibt's. Wo hast du den denn her? Bedauere, den kleinen kann ich nicht austauschen. Hatte nur eine Heldenausrüstung in der Tasche. Er steht wirklich... Ach, ausstatten. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, austauschen. Ich muss mich ein bisschen immer beeilen, weil ich nicht weiß, was durchläuft und was nicht beim Lesen. Aber so munter wie er ist, braucht er sicher keine... Scheint mir ja ein heldenhafter Kerl zu sein, der Kleine. So. Okay, okay. Und damit, Agent Marsch, nehmt euch die Oktovögel tüchtig vor. Ich zähle auf euch zwei. Der Krater. Wie wuppeln wir denn hier? Das ist schon fast hypnotisch. Wackelt ein bisschen mit dem Hintern. Seit wann ist denn die Welt wichtiger als Geld? Seit 10 Minuten, seitdem wir das Spiel hier spielen. Was denn was den Story-Modus von Splatoon 3 angeht, diesen habe ich bereits vollständig und fast auf 100% durch. Heißt, fast als, falls es Fragen gibt, immer gerne, aber Spoiler gibt es bei mir nicht. Genau, Rino, so soll es sein. Deswegen gleich mal die Frage vorweg, ist der lang, der Story-Modus? Das lassen wir alles uns von einem senilen alten Fisch erzählen. So, okay. Und dann mal auf eines der Verstecke der Oktarianer. Und halt die Ohren offen oder so ähnlich. Okay. Also, erstens, du hast mich eingestellt. Zweitens, ich werde nicht bezahlt. Drittens, wie kannst du es wagen, mir nur die Nummer 3 zu geben? Und viertens, bitte sehr, das musste sein. Ja. Hallo, Opi. Der lernt es nicht. Der lernt dich das dann bitte? Okay, ich sehe schon. Einmal musste noch sein. So. Der Story-Modus wird mir Spaß machen. Das hoffe ich, das hoffe ich. Das ist was? Flauschplasma. Sei bloß vorsichtig. Genau genommen weiß ich schon, was passieren wird. Zack, komplette Verflauschung. Flauschig. Oh, schön. Komm, darf ich? Ja! Endlich. Endlich sind wir zu Hause. Wir wären flauschig. Okay, halt dich von dem Flausch fern, sonst wird's haarig. Oh. Komm, das war doch aber gerade... Was war denn das? Ach, das war das. Huhn. So.